Guten Morgen, Udo. Hallo. Erzähl, was gibt's denn Schönes? So viel, ich muss erstmal mich ein bisschen sammeln. Ich weiß nicht, wo ich anfangen muss. Ja, erstens mal die große Freude. In letzter Zeit ist es, fühle ich so viel Energie in mir selbst und auch, dass ich dann merke, dass ich irgendwie ab und zu nicht blau emotional davon werden, sondern ich sage mal rot, weil ich habe mir das so überlegt. Blaue Emotionalität entspringt eigentlich aus einer programmgesteuerten Urteil über etwas, was Es man ist begegnet, ne? ein ständiger Wechsel. Es ist, du schaust, der schaut, dieser reine Beobachter ist ja was nicht Denkbares. Es ist immer wieder das Spiel des Bewusstseins. Man spricht drüber, das letzten Link, wo ich dir jetzt geschickt habe von dem Philosophen, wo ich schreibe, UBs Weisheit, das sind diese Glander, da gibt es etwas, was immer ist, was nicht denkbar ist. Subjekt, Objekt, das wird schön erklärt, darum bin ich ja da hingesprungen an die Stelle. Wenn du dir den ganzen Vortrag anhörst, es ist nur rezitiertes raumzeitliches Geschwätz. Wir haben jetzt dieselbe Situation, wo wir hier in dem Fliegenstall-Vortrag, wo ich diesen Philosophieprofessor Gabriel, der erklärt, die Welt da außen gibt es nicht, und du merkst an dieser Pixelfigur, die wir uns jetzt ausdenken, dass seine ganze Gestik, sein ganzes Reden nur rezitiertes Wissen ist. Und sollte es den geben, wenn wir den nicht denken, hat er überhaupt nichts davon verstanden. Da kriegt man Gefühl dafür. Und diese Gewissheit, wo du kriegst, dass du immer bist, der Geist, der mir jetzt zuhört, was ich sage, das gibt einen unendlichen Frieden. Damit einhergeht auch diese ständige Verwandlung. Wo ich immer sage vom Säugling, wenn ich von deinen Söhnen jetzt spreche, dass du nie was verlieren kannst, du hast es eigentlich verloren, wenn du es dir anschaust, hast du es vor dich hingestellt. Aber es kommt aus dir und fällt wieder in dir zurück. Es wächst eine vollkommen neue Seinsform, eine Bewusstheit über das, was du eigentlich wirklich bist als Geist. Und es bleibt ein intimer Akt, und das sind jetzt die Sätze, du wirst es einen Gedanken von dir nicht erklären können. Ich kann es nur an der Facette von mir erklären, das ist, was ich Geistesfunken nenne, die in eine spezielle Erfahrung gegangen ist. Ich habe schon mal gesagt, der Unterschied zwischen Reinkarnation und Wiederauferstehung. Es ist ja dieses Verhindern der Reinkarnation ist, wenn ich sage, du bist ein Bücherregal und du steckst zurzeit praktisch in einem Lebensabschnitt, in einem Buch fest, wo du ganz besondere Erfahrungen machst. Und wenn du jetzt bestrebt bist, keine Reinkarnation mehr zu erleben, ist es, wie du sagst, ich will, wenn das Buch zu Ende ist, keine weiteren Bücher mehr lesen. Ich will keine weiteren Leben mehr erleben. Das ist eigentlich dumm, es ist geistlos, es ist eigentlich, wenn das einer in deinem Traum äußert, siehst du, der rezitiert es wird und hat sich nie eigene Gedanken darüber gemacht, ob es sinnvoll ist, etwas nicht mehr erleben zu wollen. Das Leid entsteht ja nur mit der Identifikation des Körpers, dessen Rolle du spielst. Aber wie sieht es aus, wenn ich sage, du bist der Schauspieler und du spielst jetzt eine Rolle, du spielst einen Krebskranken, jetzt in deiner Welt, hier bei Philadelphia, der Tom Hanks hat einen Oscar dafür bekommen. Es ist eine Herausforderung, einen Krebskranken zu spielen, wobei er jetzt die Stufe drüber als Schauspieler deswegen ja nicht leidet. Aber diese Stufe drüber kennt kein normaler Mensch. Merkst du, das wird immer klarer. Und Wiederauferstehung, das heißt, um das wirklich zu realisieren, musst du in die Vergessenheit gehen. Dann wird es im materialistischen Sinne real. Auch von der Empfindung her. In dem Moment, wo du eine Wiederauferstehung hast, ist es im Prinzip dasselbe. Das ist jetzt das, was ich als Udo dir sage. Für dich bin ich bloß ein Gedanke, weil ich die Rolle wirklich spiele, ohne zu vergessen, wer ich eigentlich oder was ich bin. Und da kommt jetzt dieser Punkt, wo ich sage, ich bin du, du bist ich. Ja, als ich ganz am Anfang von Emotionalität gesprochen habe, dann meine ich habe ich zum Beispiel, ich kann emotional werden, wenn mir etwas begegnet in meiner Welt, aber das hat zu tun mit meinem Programm. Aber was ich jetzt feststelle, ist, dass dieses innere Gefühl, das hat damit zu tun, dass ich wirklich diesen Kontrast erlebe zwischen blauer Maden und dasjenige, was da drüber steht. Und ich lebe eigentlich ein ganz zurückgezogenes Leben und ich spreche eigentlich auch nicht darüber, aber die Menschen, die mir ganz nahe sind, zum Beispiel meine Freundin, meine Eltern, jetzt merke ich, es ist was ganz Intimes und etwas hält mich auch noch zurück, aber ich habe in letzter Zeit ein paar Mal geäußert. Gestern habe ich mit meiner Mutter telefoniert
Und das ist schon interessant, wenn ich auch mich erinnere an ein früheres Gespräch zwischen uns. Eigentlich meine Mutter war in der Beziehung der Mann und mein Vater die Frau, was Interessen angeht. Und meine Mutter habe ich das dann gesagt, dass ich eigentlich für meinen wirklichen Vater arbeiten will. So fühle ich das. Und in letzter Zeit auch so ein Gedanke, dass ich wirklich mir bewusst wurde, dass ich jetzt erahne, wie die Jünger sich damals gefühlt haben, als sie wussten, wer sie in ihrer Mitte hatten. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Ab und zu habe ich das Gefühl, ich stehe an einem ganz steilen Berghang und ich kippe fast und etwas hält mich noch zurück, aber Die das. Balance, wo ich erzählt habe, du wirst auch merken, dass da immer wieder ein jugendlicher Trieb ist. Aber was wichtig ist, es geht um diesen einen Geist, wo ich erzähle. Wenn ich jetzt auftauge, werde ich immer Auge in Auge, wir sind auf derselben Augenhöhe. Ich bin immer bemüht, dir nicht dieses Gefühl zu geben, dass der Udo was Wichtigeres ist wie der Matten, weil du Nein, denkst ja beide aus. nein. Sondern ich versuche dir die Stufen, wo ich gesagt habe, der rote Bereich, du kannst immer nur von oben nach unten sehen. Das heißt, als Geist des Funken kannst du diesen Ich-UB überhaupt nicht wahrnehmen. Du kannst es höchstens im Hintergrund erahnen, du kannst nur nach unten sehen. Also lasse ich dich träumen und du spielst jetzt die Rolle vom Matten in deinem Traum. Und wenn ich mit dir kommunizieren muss, Ich-UB mit dem Ich Bin, muss ich mich unter dieses Ich Bin stellen, dass du mich wahrnehmen kannst. Darum tauche ich als Udo in deinem Traum auf und ich erzähle das jetzt nicht dem Matten, du hast es so oft gehört, sondern den Ja. Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und irgendwann einmal wird dir dieses neue Denken bewusst. Ich habe dir gesagt, das Holo-Feeling überragt alles an Philosophie. Du merkst jetzt hier, wenn du den Philosophen siehst, das ist wieder ein reines Rezitieren. Die elementaren Grundeinheiten, die sind alle in Ordnung. Ich sage, alle Ja. Religionen beschreiben dasselbe. Aber ich komme mal ganz kurz zu dem Ursprung. Hast du dir das ganze Video angeschaut von dem Philosophen oder nur ab 26? Noch nur ab 26 Das macht, teilweise. du kannst dir das danach noch anschauen. Er ist ja voll auf den sogenannten Gründungsreligionen. Ich nenne das einmal ja so, und das ist für ihn in der Sprache, ist das Sanskrit und das Griechische. Weil der Moderator, der Michael folgt, fragt ihn, warum er hier das Arabische, er sagt jetzt schon das Arabische auslässt, eigentlich müsste man sagen, die semitischen Sprachen. Das ist ja auch schon wieder so eine Sache, die Grundlage der semitischen Sprachen ist das Hebräische und nicht das Arabische. Das ist, du merkst, das ist alles sehr geistlos geschwätzt, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Und dann sagt er, dass das eigentlich hier Nachfolgesprachen sind und dass die wirklichen Gründungssprachen ist das Sanskrit, das Chinesische und das Griechische. Und das ist jetzt geistlos rezitiert. Ich will dir das ganz kurz einmal erklären. Wenn wir von einer absoluten Eins ausgehen, wird die Eins mehr oder weniger zu etwas durch Division. Das heißt, die Eins muss sich teilen. In den ganzen Sprachsystemen, die du jetzt in deinen geistigen Archiven findest, gehen wir jetzt rein einmal arithmetisch quantitativ betrachtet davon aus, dass ein Zeichensystem mit weniger Zeichen näher an der Eins ist wie eins mit mehr Zeichen. Das heißt also, von der Eins ausgehend ist eine Teilung durch 2 ist näher an der Eins wie eine Teilung durch 15. Als Teilerparameter. Und jetzt ist es in den ganzen Sprachsystemen, das, was man jetzt Schrift nennen kann, ist die Schrift, die du dir jetzt ausdenken kannst, mit den wenigsten Zeichen, wo man Schrift nennen kann, rudimentär, sind die 22 Zeichen des Hebräischen. Diese 22 Zeichen, es gibt kein Sprachsystem, also Schriftsystem in deiner Welt, aber ich komme da noch, gehe noch genauer darauf ein, das mit weniger Zeichen auskommt. Jetzt wird es etwas erweitert mit den Endzeichen. Dazu musst du aber wissen, dass diese, wenn wir das auf 27 erweitern, dass diese Endzeichen, das hast du mal von der Aussprache her, im Prinzip gleich sind. Ich will jetzt nicht in kleine Facetten reingehen, dass die gleich sind mit den Zeichen, die sind eigentlich nur entstanden, da die Doria eine zusammenhängende Reihe ist, kann man hier, wenn ich ja M als Endzeichen setze, einen Endpunkt setzen innerhalb dieser Reihe. Und die 1000, Aleph, Elef ist ja dasselbe Zeichen, darum sind es plus 27 Zeichen. Also wir haben 22, die am Wortende anders geschrieben werden, sind aber im Prinzip von der Wertung, von der Symbolik her dieselben Zeichen. Die nächste Stufe ist das Arabische. Das sind schon 28 verschiedene Zeichen, die auch alle 28 anders ausgesprochen werden. Wenn du dir das genauer anschaust, sind es die 22 hebräische Zeichen plus die 5 Endzeichen plus
die 1000, also das Elef, ist nochmal, das G ist nochmal ein eigenes Zeichen. Das sind also rein schreibtechnisch sind es 28 verschiedene Zeichen, die übrigens auch jetzt nicht so wie im Hebräischen, die Endzeichen, nicht genauso, die werden anders ausgesprochen. Mhm. Und wenn man jetzt das rein von der optischen Schrift, von der Zeichensetzung her sieht, sind sogar noch viel mehr Zeichen, weil im Arabischen werden die Zeichen, viele Zeichen am Anfang, in der Mitte und am Wortende anders geschrieben, obwohl es dann diese 28 Zeichen bleiben. Mhm. Das Sanskrit hat dann schon 49 Zeichen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ich immer wieder sage, ich rede hier nicht von besser und schlechter. Selbstverständlich kannst du mit Sanskrit wesentlich feiner auflösen. Das wäre jetzt ein Thema für sich selber, wo ich auch schon viel drüber gesprochen habe, für Leute, die es interessiert hat, weil die Upanishaden sind ja in Sanskrit geschrieben. Mhm. Da haben wir vier verschiedene, ich weiß nicht, habe ich dir das schon mal erzählt? Ganz grob. Das zum Beispiel, also, ich mache mal ein Beispiel. Im Sanskrit gibt es, und ich bleibe jetzt in der Umschrift, gibt es ja diese schöne Umschrifttabelle, wo dann hier die normalen, unsere normalen Zeichen benutzt werden, halt mit Bündchen drüber, Bündchen drunter und so weiter und so fort. Ja, hast du also mir erklärt. Gar nicht die Sanskrit-Zeichen anschauen. Im Sanskrit, wenn du dir jetzt einmal das Sanskrit-Alphabet in der Umschrift anschaust, sind 4N. Ja, hast du mir erklärt. Habe ich dir schon, du kannst dich erinnern. Ja, habe ich auch. Du sagst, es bleibt der N-Charakter, aber es ist nochmal feiner aufgelöst. Mhm. Und das heißt, man präzisiert diese Existenz nochmal durch eine spezielle Schreibform, aber jetzt, ich könnte jetzt sagen, wir haben ein Nun und ich sage jetzt, du musst dir das, du kannst das Rot lesen und du kannst das Blau lesen. Mhm. Und hier dieses N hast du jetzt, dass du zuerst einmal die Möglichkeit hast, schon rein, dass das Rote und das Blaue Nun zwei verschiedene Zeichen sind, die verschieden geschrieben werden. Mhm. Es bleibt aber das Nun. Das heißt, du merkst jetzt schon, du kannst dich feiner ausdrücken, was wieder zwei Seiten hat. Du wirst auf der einen Seite präziser, aber jede Präzisierung heißt, du wirst fragmentierter, du löst dich immer mehr von der symbolischen Wertung, was in einem klassischen Zeichen drinsteckt. Hm. Darf ich ja ganz kurz für mein Verständnis eine Frage stellen? Also wie differenzierter das Buchstabensystem, wie näher es an der höchsten Konzentration, wie heißt das? An der sinnlich wahrnehmeren Realität. Umso ursprünglicher ist es. Ja, und dann, ich habe dich dann oft das gefragt, dass ich mich immer noch wundere, wie ist es möglich, dass dann, und Moment, ich mache das vollständige das gleich, wie ist es möglich, dass aus diesen 22 bzw. 27 hebräischen Zeichen diese Vielfalt von sinnlich wahrnehmbaren Sachen möglich sind? Also, wenn ich das jetzt verstehe, ich brauche all die noch differenzierteren Sprachen wie Sanskrit, um das erklären zu können. Wie sich zum Beispiel sowas zustande kommt. Das sind Schöpfungsenergien. Das ist immer wieder so, dass die eigentlichen Zeichen im Griechischen Stocheion sind Schöpfungsenergien. Das sind Urelemente. Und ich sage, pass auf, auch hier kann ich nur wiederholen, wenn du dir jetzt die 1 denkst und das Alphabet, das ist jetzt wie die Tasse. Mhm. Und das Alphabet selber, diese 22 Zeichen, ich mache jetzt mal einfach die 22 Zeichen, sind theoretisch untereinander austauschbar. Ich habe dir das schon mal gesagt, es ist sehr wichtig, dass du das verstehst, dass wir durchaus hier ein, so wie du die Tasse anschaust und du sagst, die hat den Henkel rechts, die hat den Henkel links, die hat keinen Henkel. Wenn jetzt das Qualitäten, ich sage immer wieder, ein Zeichen ist das da mal eine Quantität, wobei diese Quantität 1, 2, 3, 4, 5, das, was wir Ziffern nennen, aber schau dir mal jetzt das deutsche Wort Ziffern an, da haben wir Z, I, F, die Geburt einer intellektuellen Facette, die musst du vor dich hinstellen, die erscheint dir fern. Mhm. Das sind die 2F plus F minus F, ZI, die Geburt deines Intellekts erzeugt 2F, FF plus F minus F und das wird eine erweckte Existenz. Mhm. RN, merkst du, ich spiele jetzt nur mit dem einen Wort. Mhm. Und wenn du umso vielfältiger du die Symbolik verstehst, das Deutsch-Hebräische macht wirklich jedes Wort selbsterklärend. Und ich erwähne immer wieder, das gilt dann für alle Sprachen der Welt. In Ich Bin Du heißt es, dass egal in welcher Sprache der Welt, wenn Worte gleich klingen, haben sie dieselben Lautwesen, dieselben Schöpfungsenergien, die mögen oberflächlich betrachtet einen komplett anderen Sinn ergeben, wenn du die übersetzt. Aber das ist eben die Symbolik immer, wo ich ja gesagt habe im Hebräischen, dass wenn du jetzt ein hebräisches, eine Radix dir anschaust, haben wir oft eine riesen Liste. Wobei, wenn du jetzt ein Gesenius oder so reinschaust, das sind ja manchmal, ist ja Zweier-Radix, sind auf 4, 5 Seiten an Erklärungen, was das bedeutet. Mhm.
Weißt du, wenn es jetzt hier in das, zum Beispiel, wir nehmen die Radix B-I-N, B, da haben wir zuerst einmal B, im Griechischen ist B 2. Mhm. Im Hebräischen heißt B in mir. In mir sind, ja, Subjekt und Objekt, der Unterschied ist im Geist. Da müssen zwei, du musst einen Unterschied haben, du merkst, das kennt untrennbar, das sind zwei Aspekte von etwas, was ich dir beschreibe. Ja, ja. Und darum habe ich dir mal gesagt, wenn wir jetzt das Alphabet durchgehen, machen wir mal ganz kurz, nur auf der blauen Seite, nur auf der blauen Seite, eine Schöpfung, eins, muss immer polar sein. Ja. Wo die zwei sind, Denke und Ausgedachtes, oder oben unten muss eine Synthese da sein, die sich das anschaut. Das ist die 3. Zwangsläufig öffnet sich was in dir. Jede Öffnung ist eine Polarität aufgrund dieser Trinität, die eine Schöpfung erzeugt. Mhm. Jetzt kommen wir zur 5, zur 4, die Öffnung, jetzt kommen wir zur 5. Das ist immer eine Wahrnehmung. Sobald eine Polarität da ist, ist eine Wahrnehmung da, weil sich in dir was aufspannt. Mhm. Jetzt kommen wir zur 6, das ist immer eine Polarität, ist immer was Aufgespanntes. Darum hast du im Hebräischen auch, dass das B auch V oder W ausgesprochen wird, 2. So wie das Waff. Mhm. Weil das Aufspannen und die Polarität hängt untrennbar miteinander zusammen. Mhm. Sobald du dir so einen Wellenzug anschaust, was sich aufspannt, hast du zwangsläufig eine Selektion, die aber genau genommen wieder nur eine Facette aus der 8 aus einer Kollektion ist. Jetzt kommst du zu Neu-N. Nimm dieses Neu-N schon. 9. Musst du mal das griechische Wort für 9 anschauen, dann merkst du das ENN, dann hast du das schon wieder, weil das ENN beginnt hier, hast du jetzt die Existenz von zwei Existenzen, das Heraustreten von zwei Existenzen, ENN, das ist die Grundradix von dem griechischen Wort für 9. Mhm. Das wieder baut sich auf dem Intellekt, wenn wir das blau machen, es ist immer ein Intellekt nötig. Jetzt haben wir das Kaff, die 20, da muss man jetzt schon ein wenig spielen, die Katz war dazu, ich sage immer, das ist immer wie dein Ausgedachtes, ob wir es am Anfang stellen oder am Ende stellen. Mhm. Und wie dein Ausgedachtes, das ist jetzt die 20, wir kommen zur 30, das Lamed, das ist immer dein geistiges Licht. Und da muss man jetzt unterscheiden, wir reden vom blauen Licht. Ich könnte jetzt sagen, wo Licht ist, sind auch Schatten. Das heißt, du hast das Licht, das blaue Licht und das ausgedachte Licht, die Sonne. Das ist nicht das rote Licht im Projektor. Mhm. Das ist praktisch, würde der roten 4 entsprechen, wo alles zusammengefasst ist als Kontinuum. Und diese Metapher, wo ich dir gesagt habe, wenn du jetzt bewusst als Zuschauer in einem Kino sitzt, sitzt du praktisch zwischen dem wirklichen Licht hinter dir und dem Licht, das du vor dich hindenkst. Und dir wird jetzt bewusst, dass das ausgedachte Licht nicht die Lichtquelle ist für das, was du siehst. Mhm. Ich habe in einem Selbstgespräch zum Beispiel gesagt, die Erde wird vernichtet werden. Das ist unabdingbar. Das ist geistliches Wachstum, erfordert ständige Gestaltveränderung. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass du überlebst. Du musst diese Erdkugel verlassen, bevor sie von mir vernichtet wird. Und das klingt jetzt schon wieder so drohend. Und ich sage, das passiert in dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du der Geist bist, der sich die Erdkugel ausdenkt. In dem Moment, wo du weißt, ich bin der, der sich eine Erdkugel ausdenkt, bist du ja nicht mehr auf dieser Erdkugel. Mhm. Das ist momentan ein vergessener Zustand von dir. Und das Einzige, was hier hinderlich ist, ist, solange in dir noch ganz massiv dieses Ego wütet, du bist dieser Trockennasenaffe auf der Erdkugel. Wenn du das einmal durchschaut hast, dass das nur Gedanken sind, wirst du immer mehr dieses Gefühl kriegen für dich, was du wirklich bist, dass du immer bist, dass alles, was du überhaupt denkst, aus dir entspringt, diese Evolution, Revolution, diese Still, dass alles, was ich widerspricht, gleichzeitig passiert. Das ist ein Faktum. Ich betone das immer wieder. Alles, was dein Ego, deine Schulerziehung, das rezidierte Wissen dir einredet, man sieht es so schön bei dem Pitzelmännchen, jetzt wieder dem Philosophieprofessor. Mhm. Es ist ein einziges Rezidieren, was die alten Griechen, was die, es hat er aus das Buch heraus. Ja, er verstreut ja die chronologisch, wie die Sprachen zusammenhängen eigentlich. Aber es sind eigentlich Facetten dieser einen Tasse. Immer die man, gleichzeitig. Die muss jetzt man hierarchisch sehen. Ich wiederhole hier nochmal ein Beispiel. Wir gehen nochmal von einem absoluten Nichts aus und jetzt kommt ein Erwachen. Ja. Das heißt, du Geist, der du dir die Erdkugel ausdenkst, muss dir klar sein, wir bleiben jetzt mal in dieser Außenwelt, die du siehst. Du brauchst einen Unterschied nämlich zwischen der Erdkugel und zwischen der Sonne. Das heißt, schaust du in ein Universum ohne Sonnen, schaust du praktisch dir ein Schwarz an, da ist ja nichts da, du hast keinen Unterschied.
Das heißt, sobald, ich mache jetzt einmal nur unser heliozentrisches Weltbild und das reduziere ich auf Sonne und Erde. Mhm. Sobald du, wenn du was sehen willst, muss die Sonne zum Leuchten anfangen und im selben Moment ist die Erde da. Das ist wohl Licht, das ist auch Schatten. Mhm. Jetzt ist aber interessant, dass jetzt in dem Moment, wo die Sonne leuchtet, entsteht im selben Moment hell und dunkel. Die Frage, was war jetzt zuerst da, hell oder dunkel, stellt sich gar nicht. Es stellt sich nicht einmal die Frage, was zuerst da, die Sonne oder die Erde, weil es das eine erst durch das andere gibt. Mhm. Das ist diese Trinität. Und ich habe da die schönen Beispiele in der Trinität, dass ich, das ist wichtig, ich merke, das sind so Kleinigkeiten, wenn ich sage, das Wort Dark, benutzt du in deiner Sprache auf zweimal verschiedene Art und Weisen. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, du redest von einem Dark, das sind 24 Stunden, jetzt logisch raumzeitlich gedacht. Mhm. Du redest, sagst aber auch, jetzt ist es Dark, wenn du die helle Hälfte ansprichst. Ja. Jetzt haben wir praktisch diese Trinität, der Dark rot geschrieben, mhm. hat hier Tag und Nacht als die zwei Hälften. Interessant ist, dass du die helle Hälfte, ich sage mal die Plushälfte, nennst du genauso wie das heilige Ganze. Du musst jetzt aber wissen, rede ich von dem Tag als Ganzes ganz oder bloß von der hellen Hälfte? Mhm. Jetzt pass auf, jetzt nehmen wir das Wort Lieben, rot geschrieben, von dem ich spreche und es zerplatzt in zwei Hälften, nämlich Lieben und Hassen. Ja. Und jetzt ist auch so wichtig, rede ich von der blauen Liebe, die immer selektiv ist und zwangsläufig ein Gegenteil braucht. Sobald du sagst, das liebe ich in Bezug auf ein Objekt, muss ein Hintergrund da sein, den du nicht liebst. Mhm. Das war das jetzt mit den Flüchtlingen, wo ich sage, dass Leute, die hier immer mehr Sympathie für Flüchtlinge bekommen, gar nicht merken, dass sie im selben Moment immer mehr Aversion gegen Leute, die gegen Flüchtlinge sind, aufbauen, weil sie parteiisch werden. Betrachte das vollkommen wertfrei, was ich sage. Ich kann das jetzt auch umdrehen. Ja, ja. Jetzt ist es also so, da haben wir wieder diese Trinität und ich muss wissen, die rote Liebe, von der ich spreche, ist allumfassend. Die bezieht sich auch auf alle Philosophien. Diese einfache Erkenntnis, wenn du ich bist, es gibt nichts, was einseitig, mein das ein Beispiel, wo ich sage, du wirst, egal was du dir anhörst, wirst du das Gefühl haben, der hat recht. Das kann der Matten nicht, weil der durch die Augen des Matten perspektivisch sieht. Mhm. Du kannst nur immer mehr beobachten, in welchen Perspektiven, Sichtweisen das Programm Matten festhängt, was wir aber nicht verändern wollen, weil wir wollen ja nicht jetzt den Henkel rechts von der Tasse wegmachen. Mhm. Das ist auch das Beispiel, wo ich zigfach wiederholt habe, Matten, wenn ich jetzt mein Auto mit den Teilen, die wir zusammensetzen, ja, das Kabelstecker, ne? Es wird ein Fortbewegungsmittel, das ist aber keine Materie, das heißt, wir sind hier schon, es entsteht eine höhere Qualität, die auf der materiellen Ebene eigentlich gar nicht von der Materie wahrgenommen werden kann. Und genauso ist es, dass ich sage, alle Religionen und ich gehe weiter, alle Meinungen der Menschen, die du dir ausdenkst, die jemals gelebt haben und noch leben werden, egal welche Meinung, welche Sichtweise, es ist eine Welle, eine Gedankenwelle aus dem heiligen Ganzen. Und vereinigt das jetzt wie, ich muss mir die nicht alle anschauen, ich kann wissen, mein Wetterbeispiel, ich muss nicht alle Wettersituationen prinzipiell real erlebt haben, um zu wissen, was Wetter ist. Mhm. Das finde ich auch so gut. Vielleicht drücke ich mich jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich sehe mal jetzt mein früheres Wissen als einen großen Schrottplatz an und ich kann das sehen als etwas, was man nicht mehr braucht. Aber jetzt laufe ich da rum und all die Einzelteile, die nehme ich wieder, auch in Bezug zu dem Philosophieprofessor. Da ist mir letztens bewusst geworden, in der Wissenschaftsphilosophie gibt es ja angeblich, es gibt mehrere Wahrheitstheorien, aber die hauptsächlichen, das sind die Korrespondenztheorie, die eigentlich von Wittgenstein in der Traktatus erklärt worden ist, dann eigentlich die Antithese, die Kohärenztheorie und dann auch der Pragmatismus. Ja, Korrespondenztheorie, ja, ich will ja gerne Philosophieunterricht geben, wo es mir darum geht, ist ja, das... Ja, erzähl mich. Wo es mir darum geht, ist, ja, das hat mir auch während meinem Studium so viel Probleme gemacht und jetzt verstehe ich das alles besser. Die Korrespondenztheorie, Wahrheit wird gesehen als eine Beziehung zwischen Sprache, einem Satz und eine sinnlich wahrgenommene Wirklichkeit. Als es dann auch auf Elementarteilchen und so ankam, sind die Probleme entstanden, weil es gibt da keine sinnlich wahrgenommene Realität, die man irgendwie mit Sprache abdecken kann. Es sind Konstrukte, die ja, nur ja. einer, pass auf, ich... Bist du fertig oder willst du noch was dazu sagen? Ja, muss dann ich schon lassen. Dann erweitere ich es. Okay, auf, sagst gerne. Du mal Wittgenstein. Es ist immer sehr interessant, wenn du dich mit den Lebensgeschichten dieser von dir ausgedachten Märchenfiguren
beschäftigst. Da gibt es eine wunderschöne Biografie von Wittgenstein. Das sind eigentlich relativ kaputte Typen. Auch der Popper, ja, wenn du merkst, der Freud, die reinen Lebensgeschichten, dass in der Regel du feststellst, dass diese ganzen Philosophen, auch viele Gurus, wenn du in diese Lebensgeschichten reingehst, das sind Geschichten, das hast du mal vorneweg, dass die so weit davon weg sind, das, was sie lehren, wo sie berühmt worden sind, ich rede mal normal raumzeitlich, auch nur ansatzweise zu leben. Also zuerst einmal zu Wittgenstein, zur Sprachphilosophie. Der Tractatus, das Beste ist das Vorwort. Da bin ich schon ein paar Mal drauf eingegangen. Das ist immer das Schöne, das Gefühl kriegst du jetzt langsam, wo ich sage, du kennst dieses Vorwort, ich zitiere mal relativ frei. Für alle, die wissen, was ich in dem kleinen Büchchen versuche zu beschreiben, die werden sehr viel Freude haben zu lesen, wie ich versuche, das zu beschreiben. Für die, die es nicht kennen, die können das Buch tausendmal lesen und die werden es dann immer noch nicht kennen. Über das, was man nicht reden kann, sollte man schweigen. Das ist das Vorwort in Kurzform. Und ich, da kommt der normale Mensch nicht mit. Und jetzt pass auf, ich habe da eine schöne, einfache Erklärung. Es gibt Dinge, die kannst du verbal nicht beschreiben, die kann man nur erleben. Geh mal davon aus, mein erstes Beispiel, weil ich da treffender werden kann, wenn man es dann ausprobiert ist, hast du schon mal Kokosnusswasser getrunken von einer frischen Kokosnuss im Urlaub? Ja, ja. Jetzt pass auf, wenn du versuchst, dieses Kokosnusswasser verbal zu beschreiben, du weißt, oder ich habe einfach eine Banane, der Geschmack einer Banane. Es ist definitiv so, für alle, die wissen, wie eine Banane schmeckt, die werden sehr viel Freude haben, wie ich versuche, das mit Worten zu beschreiben, den Geschmack zu beschreiben. Ja. Für alle, die nicht wissen, wie eine Banane schmeckt, die können das Buch tausendmal lesen und die werden dann immer noch nicht wissen, wie eine Banane schmeckt. Beim Kokosnusswasser ist es interessant, wenn du das kennst. Pass auf, es schmeckt zuerst einmal nicht nach Wasser, es nennt man ja auch Kokosnussmilch. Mit Milch hat es überhaupt nichts zu tun. Geh nur vom Geschmack aus. Mhm. Bei einer Banane sagen manche, ja, das ist süß. Ich sage, Honig ist auch süß, schmeckt aber nicht nach Banane. Das ist also interessant. Beim Kokosnusswasser könnte ich jetzt sagen, das ist so, es hat eine Süße, obwohl es nicht süß ist. Und du musst dir mal Folgendes versuchen. Es geht jetzt nur um ein Gefühl, wenn du eine Tasse Wasser nimmst und du tust ein klein bisschen Süßstoff rein. Ein klein bisschen. Mhm. Dann der Süßstoff im Wasser, man merkt es auch im Kaffee, aber nicht so arg, der macht eine Süße, die nicht zu vergleichen ist mit der Süße vom Zucker. Wenn ganz wenig drin ist, ist fast ein wenig seifig. Naja. So isotonisch nennt man das, glaube ich, ein isotonischer Geschmack. Mhm. Das ist da ein bisschen, und wenn wir jetzt drüber reden, kann man drüber philosophieren, ich drücke es aus, aber nur wenn du weißt, wie es schmeckt. Aber jetzt komme ich zu dem eigentlichen Kernpunkt bei Wittgenstein. Wie kann ich eine Sprachphilosophie machen? Wittgenstein geht in seinem ganzen Werk nahezu überhaupt nicht ein, was Worte bedeuten und schon gar nicht, was Buchstaben bedeuten. Er geht um Sätze und Sinnzusammenhänge. Das ist wie in der Physik. Die ganze Physik, das physikalische Weltbild und die Quantenmechanik, die natürlich ihren Sinn hat, sonst hätte ich es nicht erschaffen als Teilbereich, baut auf einer Petitio Principia auf einer Grundannahme, die einfach als Axiom, als nicht widerlegbar gesetzt wird. Und das sind ja nur Formeln und jetzt rechnen wir diese Formeln hoch. Das ist die Quantenmechanik und dann entdecken die immer wieder durch Teilung, durch Divisionen neue Teilchen, die noch nie einer gesehen hat, die auch nicht da sind. Die sind nur da, weil diese Formeln da sind. Wenn du die Formel nicht hast, kannst du dir das nicht ausrechnen. Mhm. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter, dass ich jetzt definitiv sage, es ist immer das Grundwissen. Wir nehmen einen Computer, das, was auf dem Computer, auf dem Bildschirm in Erscheinung treten kann, hängt vom Programm ab. Okay? Mhm. Wir können jetzt ein Programm schreiben, wo das heliozentrische Weltbild simuliert wird. Dann taucht das heliozentrische Weltbild, wie du das jetzt in der Schule gelernt hast, und jetzt ausgedacht, normal gesprochen, taucht dann auf dem Bildschirm auf. Mit einem modernen Computer kann man das sogar 3D machen. Ist nur eine Frage des Programms und der Hardware, die du benutzt. Du kannst jetzt aber, wenn du das Programm veränderst, kannst du alle möglichen Kombinationen, den Mond in die Mitte setzen, dass die Sonne sich um den Mond rumdreht, das Mond, du kannst das programmieren, wie du willst. Und dann wird es in Erscheinung treten auf dem Bildschirm. Jetzt haben wir ja in unseren Archiven haben wir verschiedene Weltbilder, historische Weltbilder, ptolemäisches Weltbild, geozentrisches Weltbild und so weiter und so weiter. Da gibt es das ägyptische Weltbild, es gibt, wenn du suchst, wann immer mehr auftauchen. Mhm. Das sind erst einmal Weltbilder, wo es darum geht, dass außerhalb von dir, unabhängig von dir, irgendwelche Sonnen und Kugeln in sich in irgendeiner Art und Weise um sich herumdrehen. Die kannst du mit dem entsprechenden Wissen, kannst du die in deinem Kopf dir vorstellen.
Du wirst dir das aber nur vorstellen können, wenn du das Wissen, das Programm in dir hast. Dann kannst du das in deinem Kopf ablaufen lassen. So wie in einem Computer, wenn das Programm da ist. Das ist, wenn ich dir sage, wir können alle Gedankengänge nachvollziehen, wenn wir gewisse Formel dazu haben. Was jetzt die große Schwierigkeit ist, dass irgendeiner anfängt von den vielen Möglichkeiten, die du prinzipiell denken kannst, dass man sagt, das ist da außen und alle anderen sind bloß Fantasie. Und das ist jetzt wiederum eine dogmatische Bestimmung, die du magst. Fakt ist, wenn du was nicht denkst, ist es nicht. Es ist das ganze Nachplappern. Und ich komme jetzt nochmal kurz zu Wittgenstein zurück. Die Sprachphilosophie ist immer ein Übereinkommen. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn du so, was ist eine Wahrheit? Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Da gibt es diese philosophische Kopfkino. Diese 22. Ja, die kurzen Filmchen, ne? Wenn du die anschaust, das ist hochinteressant, das ist lustig gemacht. Mhm. Wenn du den Beitrag nochmal, was ist Wahrheit, dir anschaust, dann wird in der klassischen Philosophie wird erklärt, es gibt eine absolute Wahrheit und eine relative Wahrheit. Ich sage, wenn du das Selbstgespräch, meine Erklärung von Wahrheit und Wirklichkeit liest, wird es sowieso genau erklärt. Aber dann kommt der schöne Satz in dem philosophischen, eine absolute Wahrheit ist zum Beispiel, die Erde ist eine Kugel. Das ist auch nur eine relative Wahrheit. Da kommt jetzt das Dogma der Erdkugel. Das ist dieser Wahn, so wie wenn du programmiert bist, die Erde ist eine Scheibe, dann ist für dich die Erde eine Scheibe. Und wenn dann irgendeiner als Erster kommt und behauptet, die Erde ist eine Kugel, das ist ein totaler Spinner. Du weißt, es muss das Wasser rauslaufen, dann wird man ja an der Seite, wenn man da rüberlaufen, wird man runterfallen. Das ist alles unheimlich logisch, weil du jetzt wieder einen Vergleich machst mit einem einseitigen Ideal, mit dem du vergleichst. Wenn du einen Computer hast, ich sage mal, wenn du jetzt raumzeitliche Metapher, wenn du groß wirst, gerade in der Studentenzeit, wo das dann mit 18, 20, 21, die jungen Leute, die kriegen auf der Schule das erste Programm eingehämmert und dieses erste Programm ist der Vergleichsmaßstab für alles, was in dir auftaucht. Wenn ich in einem Computer-Basic-Betriebssystem drauf mache, ist Windows und so weiter, egal was neu auftaucht, wird komplett verworfen, weil du immer mit deiner Logik vergleichst, die dir logisch erscheint. Und darum sage ich, jedes logische Denksystem, jede Philosophie, jeder Glaube, jede Religion, die im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Das hebst du mit Holofeeling auf. Das hebt sich komplett auf. Du kannst zwar jetzt nach wie vor feststellen, wenn was auftaucht, dass dir die Haare zu Berge stehen, aber dann sag ganz einfach, da ist jetzt ein Kegel in mir aufgetaucht und ich sehe jetzt nur das Dreieck. Wenn dir die Haare zu Berge stehen. In Wirklichkeit ist es immer null. Ja. Denk an mein Beispiel, die Frau kriegt ein Kind, sie hat Schmerzen. Sie hat aber auch die Freude auf das Kind, wenn das normal läuft. Du hast Hunger, umso mehr Hunger du hast, umso unwohler fühlst du dich. Aber umso mehr steigt auch die Vorfreude auf das Essen. Diese Ganzheit wird in der Zeit verstreut, wenn man sich fokussiert auf ein Einzelteil. Du musst ein Zeitfenster aufmachen und das Zeitfenster, das geht schon, wenn du dir eine Sinuswelle denkst, stellst du ein Fenster vor dich hin, wo Wellenberg und Wellental gleichzeitig ist. Aber du schaust beides gleichzeitig an. Und erst durch das Verändern des Blickwinkels und du kannst, um was zu sehen, kannst du immer nur eine Seite anschauen. Würdest du nämlich beide Seiten anschauen, das geht ja bei der Welle, musst du aber wissen, dass ganzheitlich gesehen das eigentlich nichts ist, weil plus 5 minus 5 ist nichts. Und die 0 plus minus, die 0, das ist der Geist, das bist du selbst. Auch wichtig bei der Energie, wenn ich sage, die rote Energie, von denen in den Physikbüchern behauptet wird, sie kann nicht vermehrt werden und sie kann nicht vernichtet werden, ganz einfach, weil sie nichts ist. Die Energiegewinnung, die Energiespeicherung, das ist schon wieder was Ausgedachtes. Es ist ungefähr, die Energie steht zur wirklichen Energie, so wie der Matten zu dem, was zu dem Geist, der mir jetzt zuhört. Der Matten ist eine Facette des Geistes und elektrische Energie, Kohlekraft, Kernkraft, diese Energieformen sind ausgedachte Energie. Ausgedachte Energie sind schon wieder Schatten, sind schon wieder Gedanken, die sind keine Energie. Das ist, wenn man die Gedanken mitgeht, es wird immer, immer einfacher. Es gibt nur einen verbindenden Parameter für alles, bist du. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört, zwangsläufig ich, wenn du es verstanden hast. Ich finde das im Moment echt so der Hammer. Was ist das Schöne? Es ist jetzt nichts, Matten, was du glauben musst im Sinne des blauen Glaubens. Das weiß ich. Es ist ein Faktum, ein wirkliches Faktum. Und dir wird immer mehr bewusst, was ausgedachte Menschen als Fakten betrachten, sind dogmatische Glaubenssätze.
das, was du als 100, so oft habe ich gesagt, was ich ein Leben lang als normaler Mensch als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen habe, mach dir einfach Gedanken, wie definierst du 100% sicher bewiesen? Ich kann doch nicht was als 100% sicher bewiesen ansehen, was ich nicht einmal überprüfen könnte, wenn ich wollte, zum Beispiel, ob Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Mhm. Es ist alles aus das Buch heraus. Es ist nachgeplappert. Das ist, was ich rezidiertes Wissen sehe. Was mit Holofeeling passiert, dass wir nur über wirkliche Fakten reden, wo die wesentlichen Aussagen hier und jetzt sofort von jedem 13-jährigen Kind überprüft werden können. Und ich sage nochmal, ich meine das 13-jährige Kind nur als Symbol, dass du keine hohe intellektuelle Schulbildung dazu brauchst. Nein. Du brauchst einen wirklich gesunden, wachen Menschenverstand, der einfach akzeptiert, eben weil er nicht verblödet ist mit einem dogmatischen Programm, wenn ich an etwas nicht denke, ist es nicht. Mhm. Um etwas zu überprüfen, muss ich das mindestens denken. Ich könnte dich jetzt fragen, wo war jetzt die ganze Zeit der Eiffelturm? War der jetzt die ganze Zeit in Paris? Er war überhaupt nicht da. Zu glauben, dass der auch dann in Paris ist, wenn du nicht denkst, ist blinder Glaube. Mhm. Früher habe ich gesagt, halt zuerst einmal alles für möglich, dass du hier so weit gehst, dich löst. Ausgangsbasis ist, da außen ist ein Paris und ein Eiffelturm, auch wenn ich nicht dran denke. Mhm. Jetzt mit den neuen Gedanken, den ich in dir auslöse, stellst du fest, ja, wenn ich nicht an den Eiffelturm denke, ist er ja nicht. Es ist möglich, dass der da außen ist, aber ich löse mich zumindest von dem dogmatischen Glauben, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, der ist da außen, auch wenn ich nicht dran denke. Ich reduziere das, dass ich sage, ich erkenne jetzt, für mich ist der Eiffelturm nur dann da, wenn ich ihn denke oder eventuell sinnlich wahrnehme, wenn ich dann in Paris bin. Du merkst, es sind jetzt aber doch nur ständig wechselnde Gedanken. Mhm. Und es ist möglich, dass der auch dann da ist, wenn ich nicht an ihn denke. Das ist aber etwas, was ich nicht überprüfen kann. Und der einfache Satz, mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel oder da drunten auf der Erde. Das ist schon der erste Schlüsselsatz daran, scheitert die Masse. Mhm. Und jetzt kommt wirklich, selbst mit dem materialistischen Glauben, ich wiederhole das immer und immer wieder, deine anerzogene Logik sagt dir, ich kann erst dann was wahrnehmen, wenn sich das, was ich wahrnehme, als irgendeine Art von in meinem Gehirn befindet. Mhm. Selbst wenn ich Kreuzschmerzen oder Zahnschmerzen habe, der Zahn spürt nichts. Ich spüre das und es muss irgendwie ein Signal mit Leitungen, wir bleiben in der materialistischen Sichtweise, in dieses Gehirn hochgehen und da muss es in irgendeiner Form dargestellt sein, wie natürlich jetzt der Schmerz als Ding an sich in meinem Gehirn ausschaut oder die farbliche Welt, die ich sehe im Gehirn, ist kein Licht und da sind keine Farben. Die kennst du wird es sehr schwanken, das materielle Weltbild, und dann kommt, wer schaut sich das an? Vielleicht kennst du die, da gibt es zwei super tolle Bücher von dem türkischen Schriftsteller Harun Yahya. Da hat das so gut auch mit Bildern so veranschaulicht. Ja, da gibt es ein kleines Filmchen dazu, ja. Aber du wirst auch hier merken, das sind immer die Grundansätze, wo da sind, aber auch hier merkst du, das zerbröselst dann doch wieder in den Materialismus. Ja, aber als Baustein. Aber es ist einfach, wir können jetzt die 22 Sachen des philosophischen Kopfkinos durchmachen, da gibt es also viele Stellen, wo man immer, du musst dich nochmal einen Doppelschritt über das erheben. Das, was du bist, pass auf, ich mache ganz kurz, ich habe es erwähnt, wir denken uns den Matten und der Matten beobachtet irgendeine Diskussionsrunde. Mhm. Ob die jetzt real ist oder ob das im Fernsehen ist, spielt keine Rolle. Und du bist jetzt der eigentliche Beobachter und ich sage von dir aus gesehen, die streiten um irgendein Objekt, das ist unsere Tasse und du wirst jetzt, egal was einer behauptet, sagen, der hat recht. Weil du alle Sichtweisen nachvollziehen kannst. Wenn du alle Philosophien nachvollziehen kannst, wirst du immer wieder sagen, der hat recht. Das heißt, du kannst dich jetzt in den Wittgenstein reinsteichern, dann wirst du feststellen, der hat recht, aber die Schwierigkeit ist, es ist in, ich sag mal, in einem höheren Bereich angesiedelt, weil er hier von Sprache spricht, aber überhaupt nicht in seinem Werk auch nur ansatzweise sich mit den Etymologien von Worten beschäftigt. Mhm. Da fällt die ganze Grundlage. Das findest du bei Platon. Da gibt es einen schönen Dialog, wo es speziell über Sprache geht, ist schwer in der deutschen Übersetzung, gibt es einige deutsche Übersetzungen im griechischen Original, wo Platon erkennt, in Sokrates Dialogen wiederum, dass hier in den Worten eigentlich jedes Wort eigentlich in sich selber, da kommt schon in Ansatz Holofeeling mit rein, dass die Worte selber eigentlich schon im Hintergrund eine tiefe, höhere Etymologie besitzen. Den solltest du dir wirklich immer nochmal, wenn du noch nicht gelesen hast, lesen. Diesen Dialog. Und dann wird es ganz interessant, dass am Ende dieses Dialoges Sokrates sagt dann, dass er jetzt einen Schritt weitergehen, sagt er zu seinem Schüler,
ist es also definitiv so, dass wir jetzt festgestellt haben, dass die Worte eigentlich hier schon in sich den Sinn beinhalten aufgrund der Worte, was sie beschreiben. Und er geht jetzt noch einen Schritt weiter, sagt er. Er versucht dann zwei Sachen. Dann muss ja noch eine tiefere Schicht die Buchstaben sein. Mhm. Und er versucht dann an zwei Buchstaben das hier, was die für eine Energie darstellen. Aber er sagt dann, ich lasse besser die Finger davon, das können nur Götter. Das ist jetzt in die Substanz. Wir müssen uns reduzieren, wenn ich ganz global allgemein von Sprache rede, was Wittgenstein macht. Das ist gut, die Welt ist das, was der Fall ist. Das ist, es ist klar, es ist was Ausgedachtes. Aber ich komme zurück nochmal, wir haben unseren Matten, der eine Diskussionsrunde beobachtet und den Beobachter. Mhm. Das ist im Dialog der Liebe, sage ich, du hast bisher die Welt nur durch die Augen des Matten gesehen, zwangsläufig perspektivisch. Und jetzt kommt eine Phase, wo du immer noch durch die Augen des Matten schaust, aber auch durch die Augen des Christus siehst. Hm. Das ist dieser höhere Beobachter, der auch den Matten beobachtet. Und dann wird sich die Sichtweise von dem Matten komplett von dir lösen, weil du bloß noch durch meine Augen schaust. Mit der allumfassenden Liebe. Dass jeder Recht hat, aber jedes ausgedacht ist eine Facette, ist eine spezielle Funktion. Hm. Ob das der Kabelstecker ist oder in einem höheren Komplex der Motor. Und jetzt wirst du merken, dass ich zum Beispiel auch die Physikbücher, wir können uns die Formeln anschauen, das ist einmal das Erste, wir können uns das auch einfacher machen, dass wir hier zum Beispiel Schrödingers Katze, ist eine ganz grobe Metapher. Wir haben diese Kiste mit irgendwas drin, hier gelten nur die zwei Punkte, übrigens Katze, wenn man jetzt Kopf, ZG ist der Endpunkt, das ist ein Endpunkt, das ist ein Chat. Und sobald du reinschaust, siehst du entweder nur das oder das. Das ist so, wie wenn du jetzt rausschaust, ist entweder hell oder dunkel. Wobei das andere im selben Moment immer im Hintergrund ist. Es regnet oder es scheint die Sonne. Mhm. Und jetzt machen wir das komplexer. Wenn ich sage, du denkst an deine Küche in deiner Wohnung, da denkst du an nichts. Das ist die Kiste. Und sobald du in die Küche reinschaust, siehst du was, dann ist die Wellengleichung zusammengebrochen, Martin. Aber wieder ein Chat, ne? Es ist, und das ist dann schon wieder der Kühlschrank. Das ist ja das, wo ich sage hier, dass das immer mehr geht. Das bleibt egal, selbst die Tasse, die du anschaust. Mhm. Wenn du was siehst, ist es eine Facette von einem darüberliegenden Chat. Ja. Wenn du ein Wort anschaust, nur das Wort, ist das Wort einmal eine Kiste mit vielen Möglichkeiten. Denk an das Wort Krebs, an das Wort Mars. An was denkst du bei dem Wort Mars? An den Kriegsgott? An einen Planeten? An einen Schokoriegel? Alles gleichzeitig, wenn man kreativ ist. Die du nicht kennst, die sich jetzt mit Holofeeling offenbaren, wenn man die Worte, wenn man mit den Worten spielt, denk jetzt nur an das Ziffern, die Ziffern. Und ich habe so einfach machen, die Geburt deines Intellekts und erzeugt zwei Facetten und die werden zu einer erweckten Existenz. Mhm. Ziffern. Das Wort Zahl. ZA, die Geburt einer Schöpfung ist wahrgenommenes Licht. Mhm. Das natürlich jetzt Zade Aleph herausgehen bedeutet und HL, schaust die an, siehe da, schau es dir an, ist natürlich reiner Zufall. Jetzt können wir natürlich bei dem Wort Zahl, können wir hier das Licht hin zu einer Existenz machen, das ist ja ausgedachtes Licht, dann kriegst du den Zahn. Mhm. Okay? Und jetzt dasselbe, immer wieder das Spiel, denk, wo ich immer so oft gesagt habe, das Meer, der Menschensohn steht mit einem Fuß im Meer und mit dem anderen auf dem Land. Materialistische Logik ist immer das Spiegelbild von geistreicher Logik. Man wird sagen hier, er ist unsicher im Meer und auf dem Land steht er fest. Geistreich gesehen ist es umgekehrt. Das, ich stehe immer, das was immer ist, ist fest und la, die Lichtschöpfung ist eine existierende Öffnung. La ND ist, ND heißt auf und ab. Mhm. Das Land ist zwangsläufig der Rand. Land, der Rand. So, da bin ich wieder. Gerade los, warte mal schnell. Na, ich finde jetzt gar nicht, ich muss selber das, wenn, wir müssen kurz fassen, weil meine Frau will kurz mit mir weggehen. Okay. Wir können aber, das ist also hier prinzipiell, wenn wir in die Philosophie gehen, gerade Platon-Dialoge mit Holofeeling gelesen. Mhm. Egal, was du anschaust, wenn du durch die Augen des Christus schaust, sagst du, das stimmt. Ich habe ja gesagt, wenn du die Gedankengänge mitgehst, ist jede Art von Philosophie hochinteressant. Feuerbach, Marx, die sind alle interessant, aber dir wird jetzt die ein, weil du durch die Augen des Christus schaust, du wirst nicht sagen, das stimmt nicht, sondern dir wird vollkommen bewusst,
welche Richtung hier heraus, welche Perspektive von den Heiligen Ganzen herausgearbeitet wird, welche Facetten. Mhm. Weißt du, den Frieden kriegst du, wenn du dich an nichts mehr reibst. Wenn du erkennst, dass egal was einer äußert, diese Gedankengänge, diese Perspektive ist auch eine Facette von dem Heiligen Ganzen. Mhm. Wo ich immer wieder sage, wenn du dir jetzt einen menschlichen Körper ausdenkst, das ist hier auch der Darm und die Kacke im Darm und die Darmzoten, die gehören zu dem heiligen Körper dazu. Ich habe da so ein schönes Beispiel, was ich habe früher im Selbstgespräch schon mal gehört, dass wenn ich sage, wir nehmen mal das Internet und wir nehmen mal den menschlichen Körper, den reinen Säugetierkörper. Jetzt einmal als eine Einheit, als ein Chat. Und das Internet besteht aus vielen verschiedenen Gebieten, Wissenschaft, Religion, Taufsender, Bonusseiten. Und der menschliche Körper besteht aus vielen Körperzellen. Blutzellen, Leberzellen, Gehirnzellen und so weiter und so weiter und so weiter. Beides ist ein heiliges Ganzes. Mhm. Wenn du jetzt mit deiner momentanen Logik aus diesen heiligen Ganzen irgendwas wegnimmst, zum Beispiel deine Darmzoten aus dem Darm raus tun, weil du sagst, ich will mit dem Dreck in mir nichts mehr zu tun haben, entheiligst du dich und du wirst sterbenskrank. In dem Moment, wo du das bei den Kinderbonusseiten machst, zum Beispiel im Internet, entheiligst du das Internet, du entheiligst Gott, mhm, weil du Gott nicht dieses Allsein zusprichst. Gott ist ja nur das Gute. Mhm. Ist doch krank, Gott ist alles. Die Energie kann unendlich viele Formen aufwerfen und jede Form, die du nicht haben willst, entheiligt praktisch die Energie, die Fähigkeit, die Allmacht der Energie. Das Schwierige ist natürlich, dass man jetzt über die Sprache auch das anschaulich gemacht wird, wie das zusammenhängt, aber dass wir nur noch, also ich und vielleicht, ja, also ich jetzt aus der niederen Stufe noch nicht die Synthese erblicken kann. Ich kann es nur erahnen über die Sprache. Ne? Du kannst niemals von unten nach oben sehen. Nein. Du kannst dein kleiner Bruder, ich habe so mal in meiner derben Form ein Beispiel gemacht, ich bin dein großer Bruder, du bist der kleine Bruder, ich bin 16 und du bist 10 oder 9. Und ich habe jetzt die ersten Erfahrungen mit Mädchen und ich schwärme dir, was das für ein klasse Gefühl ist. Mhm. Und jetzt in der Sprache, man äfft ja nur nach und ich sage immer wieder, das Verrückte, alles, was ich dir erzähle, es nützt dir nichts, du kannst Fantasien haben, aber du kriegst noch keine Erektion. Eine dumme, weil du das Alter noch nicht hast. Du hast es sprachlich von mir, aber du kannst es nicht nachvollziehen. Im Kopf als eine Vorstellung, die eigentlich noch nichts ist, weil die Reife nicht da ist. Mhm. Aber du erahnst jetzt langsam, dass mit dir was passiert. Ja. Und das ist ein Geschenk. Darum sage ich immer, du bist ein Außerwelt und es bleibt was intim ist. Du kannst als träumender Geist deinen Figuren in deinem Traum nicht erklären, dass die bloß existieren, weil du sie denkst. Mhm. Das ist die Grenze, die überschritten werden muss. Und es sind dann ganz, ganz wenige, wo ich sage, wo sich ansatzweise dafür interessieren, was aber trotzdem nicht heißt, dass es kann nur der Geist verstehen, der ewig ist. Und das sind so einfache Sätze. Dieses Ewigsein heißt, du kannst als ewiges Sein nicht in Erscheinung treten, weil was in Erscheinung tritt, ist eine Welle von dir. Mhm. Das heißt, du kannst nur dich selbst als eine Facette von dir verwirklichen. Wenn man jetzt verwirklichen nimmt, das mit Realität gleichsetzt. Das ist ja das Wort wirklich, das wirkende Licht kann niemals Realität sein. Weil sobald wir uns jetzt die Lampe im Projektor denken, das ist wieder der ewige Geist, den wir uns ausdenken. Diese Lampe im Projektor, die ist nur, wenn wir sie denken, das heißt, in dem Moment ist die Lampe und der Projektor schon wieder auf der Leinwand. Mhm. Und steht jetzt symbolisch für etwas, was nicht zu denken ist. Das Licht im Projektor kannst du dir reindenken. Ich sage mal, würdest du reinschauen, würdest dich das grenzenlos blenden. Hm. Das stimmt. Es ist immer, wenn man das oft genug wiederholt, kriegt man das immer mehr mit. Du, Matt, sei mir nicht böse. Ich würde das Gespräch gern fortsetzen, wenn es dir danach ist. Gerne, wenn du Zeit hast, wenn ich online bin, du kannst mich jederzeit, wenn ich online bin, kannst du mich anrufen. Ja, ja. Weil meine Frau will kurz mit mir eine Runde in die Stadt gehen. Das muss auch, ne? Ne, alles klar. Okay, tschüss, schönen Tag. Jetzt gerne nachher führen wir das Gespräch weiter. Prima. Vielleicht schaust du den Gridalion noch mal kurz rein. Der ist mit Sicherheit irgendwo im Internet auf PDF. Dieser Dialog, mache ich. Der Gridalion ist, die sind alle super. Wenn man die mit Hohen lesen tut und dann noch die Worte, auch die deutschen Übersetzungen. Ich sage immer wieder, wenn du die Bibel in einer deutschen Übersetzung nimmst, ist ja die Luther anders wie die Einheitsübersetzung und was es sonst noch alles gibt. Ja. Und selbst da ist keine falsch. Wenn du jetzt nämlich die deutschen Worte, die benutzen ja oft, werden ja die Worte sehr unterschiedlich übersetzt,
Man kann ja Sinn als Syllogismus verschiedene Auslegungsformen machen. Und auch die wiederum sind Facetten. Jeder Gedanke ist eine Facette des Heiligen Ganzen. Das heißt, hier zu diskutieren, was stimmt und was nicht stimmt, das, was ist, ist jetzt. Ja, sowieso eigentlich. Es ist einfach. Die ganze westliche Philosophie ist irgendwie auch ganz aus Plato raus iteriert. Kann man alles wieder so... Alles, die Ideenlehre. Ja. Die Ideenlehre ist, das große Problem ist, dass hier die Ideen, man muss erst einmal das Wort Rot und Blau lesen. Wir bleiben nur bei den ersten zwei Buchstaben. Ist es eine intellektuelle Öffnung? Dann ist dieses Wort Idee allgemein übersetzt als eine äußere Erscheinung, eine Form, eine Gestalt. Das ist die blaue Idee. Platon eigentlich spricht zuerst einmal von den roten Ideen als die Grundlage, aber die roten Ideen sind etwas, ein ausgedachtes Kontinuum und ein lückenloser Zusammenhang. Das ist immer wieder unsere Kiste, wo wir noch nicht reinschauen. Das sind die roten Ideen und Idee rot geschrieben ist ja das Gott in Gott geschlossen. Mhm. Das rote I ist Gott und die rote Phi ist ja geschlossen, in Gott geschlossen. Und erst dieses göttliche Geschlossenheit als Kontinuum betrachtet wird, durch eine intellektuelle Öffnung wird der Unterschied aufgebaut, das EE, Idea, und jetzt kriegst du eine äußere Form, eine äußere Erscheinung, und die Welle ist die Hüllkurve. Diese Hüllkurve besteht zum einen aus einer gewissen Menge Energie, und diese Energie ist jetzt das Wellental, ist mehr oder weniger die Erscheinung, die du siehst, in dir. Aber da, ich werde das gerne nochmal genauer erklären. Okay? Ich melde mich wieder. Bis gleich. Tschüss. Danke. Das.